Heute geht es um das Thema Tellerschleifer. Der Tellerschleifer ist eine sehr vielseitige Maschine, mit der sich eine Vielzahl von Materialien bearbeiten lassen. Es können Winkel, Kanten, Rundungen und vieles mehr geschliffen werden. Bevor wir den Tellerschleifer verwenden, sollten ein paar grundlegende Sicherheitsaspekte berücksichtigt werden. Achtet darauf, dass die Haare entsprechend gesichert sind und ihr keine weite Kleidung oder Handschuhe anhabt. Außerdem solltet ihr das richtige Schuhwerk und eine Schutzbrille tragen, um Verletzungen vorzubeugen. Um den Tellerschleifer in Betrieb zu nehmen, befestigt als erstes den Absaugschlauch des Staubsaugers an der Seite der Maschine. Als nächstes schließt ihr den Netzstecker des Tellerschleifers in den vorhandenen Stromausgang des Staubsaugers. Um sicher mit dem Tellerschleifer arbeiten zu können, braucht ihr ein paar Hilfsmittel, verschiedene Schablonen und den Anschlag. Durch die rotierende Bewegung der Schleifscheibe entsteht eine aufwärts rotierende Seite und eine abwärts rotierende Seite. Benutzt immer nur die Seite mit der abwärts gerichteten Bewegung. Es besteht sonst große Verletzungsgefahr, da das Werkstück weggeschleudert werden kann. Auf der abwärts rotierenden Seite wird das Werkstück auf den Maschinentisch gedrückt und liegt dadurch sicher. Der Tellerschleifer besteht aus der Tellerscheibe mit dem darauf befindlichen Schleifmittel. Diese Schleifscheibe dreht sich und ist dadurch für den Abrieb verantwortlich. Darüber hinaus lässt sich die Schleifscheibe im Winkel bis 45 Grad verstellen. Dafür müsst ihr die Schnellspannhebel unter dem Tisch lösen und den Tisch nach vorne ziehen. Nun könnt ihr auf der rechten Seite der Maschine den gewünschten Winkel einstellen. Beim Schleifen einer Fläche müsst ihr beachten, dass ihr genug Platz für eure Finger habt. Benutzt bei Bedarf ein Hilfsmittel, um euer Werkstück sicher zu halten. Stellt außerdem euren Anschlag so ein, dass ihr mit eurer Fläche parallel zum Schleifteller steht. Jetzt könnt ihr mit mäßigem Druck eure Fläche schleifen. Beim Anschleifen eines Winkels an euer Werkstück müsst ihr beachten, dass ihr den richtigen Winkel beibehaltet. Benutzt den vorhandenen Winkelanschlag, um sicher arbeiten zu können. Beim Architekturmodellbau ist die gekippte Schleifscheibe eine gute Art und Weise, die Werkstücke auf Gehren zu schleifen. Dies kann besonders bei der Bearbeitung eines Holzskelettbaumodells hilfreich sein. Auch Pappen lassen sich hiermit bearbeiten, um eine saubere Ecke zu erzeugen. Beim Schleifen einer Rundung können wir den Anschlag nicht benutzen. Entfernt diesen also von dem Maschinentisch. Als nächstes zeichnet euch die Rundung an eurem Werkstück an. Benutzt hierfür eine Schablone. Danach führt ihr es freihändig an dem Schleifteller vorbei, bis ihr euer gewünschtes Ergebnis erreicht habt. Deinen Arbeitsplatz solltest du immer sauber hinterlassen. Schalte dazu die Maschine aus, stelle sie in den Ausgangszustand zurück und befreie die Maschine von Staub und Kleinteilen.